Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Es ist Anfang, Mitte März und dementsprechend ist die Natur, der Frühling, in den Startlöchern. Auch wenn es hinter mir noch sehr grau aussieht, bis auf diesem Weg, man merkt das vor allem an den Vögeln. Überall singen Singdrosseln, Sommergoldhähnchen, Rotkehlchen, Amseln. Die Kernbeißer jagen sich durch den Wald und viele, viele Spechte sind am Rufen und Trommeln. Die spannendste Zeit des Jahres als Vogelbeobachter geht los. Ja, und dementsprechend sind Tommy und ich heute für euch unterwegs und schauen mal, was es so zu sehen gibt. Ich bin sehr gespannt. Jetzt gibt es so viele Überraschungen. Und allein einfach dieses Gefühl aufzusaugen von Vogelstimmen, von jetzt geht's wieder los, diese Aufbruchsstimmung ist etwas, ja, dieses Gefühl gilt es jetzt so richtig zu genießen. Wir sind hier an einer meiner Lieblingsstellen im Wald angekommen. Hier gibt es so ein kleines, ja, Seenparadies, zwei Seen, links und rechts vom Weg und mitten im Wald drin. Und ich finde das total faszinierend, weil hier so eine Ruhe, so eine Magie ausgestrahlt wird. Klar, man hört hier auch einige Vögel. Man hört sehr viele Wacholderdrosseln, eine Misteldrossel mit ihrem klagenden, wehmütigen, kurzen Flötengesang. Sie, entfernten Sommergoldhähnchen. Gerade eben hat ein Buntspecht dort sehr schön getrommelt. Also hier ist immer einiges los. Zusätzlich ist dieser See aber auch immer ganz gut von Stockenten bevölkert. Und was ich daran so interessant finde, ist, dass eine von diesen Stockenten eine fehlfarbene Stockente ist. Also eine Stockente mit Zuchteinfluss, also mit Einfluss von einer Hausente, die man bei den Männchen häufig ganz gut an diesem weißen Latz vorne an der Brust bestimmen kann. Und das finde ich an diesem Ort hier wiederum sehr interessant, weil eben der nächste Stadtpark, die nächste Siedlung, die ist so ein bisschen weiter entfernt, ein paar Kilometer. Und wir sind hier wirklich mittendrin im geschlossenen Wald und hier sitzt die Stockente. Aber nochmal zurück zu den Singvögeln. Deshalb sind wir heute eigentlich hier. Es ist Frühlingsbeginn, es ist Frühlingsluft überall hier zu spüren. Man hört es vor allem auch, wenn man eben mal genauer hinhört. Huit, huit, huit. Da singt der Kleiber. Wir haben die Singdrossel, die ihre Motive hier immer wieder wiederholt. Und wieder den Kleiber. Man hört das Pichu, Pichu, Pichu von der Sumpfmeise, den Ruf. Überall, überall hört der Winter gerade auf und das Frühlingserwachen beginnt. Und da kommt das ins Spiel, was ich euch immer sage. Natur geht überall. Man muss nicht weit fahren mit dem Auto. Tommy und ich sind heute einfach zu Fuß losgelaufen, ein Stückchen mit dem Fahrrad gefahren, aber dann einfach im Wald und uns treiben lassen. Den Motorsägen ausgewichen und einfach mit offenen Augen und offenen Ohren rumgelaufen. Und man sieht so viel und man hört so viel. Man muss es wirklich nur einfach vor der eigenen Haustür machen. Geht raus, gerade jetzt, wenn man sich mit den Singvögeln, mit den Vogelstimmen noch nicht ganz so sicher ist, ist das die beste Zeit, weil jetzt eben noch nicht so viele Arten, vielleicht 5 bis 10 gleichzeitig singen und man nicht direkt überfordert ist. Jetzt kann man gut reinkommen. Dazu gibt es ja auch die Serie bei mir jetzt auf dem Kanal. Einzelne Vogelstimmen immer mal wieder wiederholen, neue dazulernen, Schritt für Schritt das Ganze langsam angehen. Und dann ist man im Mai auch nicht überfordert, wenn 20 oder 30 Arten gleichzeitig singen.
Und während wir hier jetzt die Stockenten beobachtet haben und einfach ein bisschen der Natur gelauscht haben, haben wir hier oben drüber einen Kleiber gesehen. Nicht viel bei gedacht, bis er dann an der Höhle verschwunden ist. Und dann habe ich mich direkt gefreut, weil das war was ich mir für heute so ein bisschen erträumt habe, eine kleine Kleiberhöhle zu finden und da ein bisschen zu filmen. Ja, hat gut geklappt. Auf jeden Fall. Und ich fand ja auch spannend, man hat richtig gesehen, ich habe eine Brezel im Mund, wie der mit so einem Lehmklumpen angeflogen kam und dann wirklich gekleibert hat. Kleiber kommt nämlich aus dem Plattdeutschen und heißt kleben. Ja. Das ist quasi ein Kleber. Genau. Der ist so ein bisschen der Reiche unter den Kleinvögeln, unter den höhlenbewohnenden Kleinvögeln. Der will nämlich nicht nur so eine Einzimmerwohnung, sondern direkt die Loft, schnappt sich dementsprechend eine Höhle von einem Buntspecht in diesem Fall, die ja eigentlich viel zu groß ist für ihn. Aber weil da ja dann auch der Eingang zu groß ist, da passt ja sonst der Buntspecht rein, muss er eben die Höhle kleiner machen, den Eingang kleiner machen. Und das macht er eben mit dem Lehm, klebt er den zu, daher der Name. Ja. Faszinierendes genau. Verhalten, was ich so noch nicht so wirklich häufig beobachten konnte. Nee, ich auch nicht. Und also mega cool. Ja, ich meine, der Kleiber ist häufig, aber da mal genau hinzugucken und das zu beobachten, toll. Ja. Und das hier mitten im Wald an einem Tümpel, an einem... Schön. Ja. Frühling. 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 Geht raus, genießt es. Ja. Boah, man merkt, dass es richtig, richtig Frühling wird. Nicht nur der Kleiber war am Höhle bauen. Hier hinter uns ist auch wieder, naja, eigentlich sogar sind zwei Arten bezugsbereit. Die müssen das, glaube ich, noch untereinander ausmachen. Ja. Erst kam die Blaumeise und ist einfach so in der Höhle verschwunden, beziehungsweise eigentlich hinter so einem Schlitz hinter der Baumrinde. Und eine Minute später kommt nur zwei Sumpfmeisen dazu. Schauen sich das ganz genau an, was die Blaumeise da macht. Die Blaumeise fliegt weg und was machen die Sumpfmeisen? Fliegen direkt hinterher. Ja. Eigentlich spannend, wie die sich so gegenseitig beobachten, weil die brauchen ja jetzt alle Höhlen ja. Und stehen da ja auch voll in Konkurrenz. Voll. Mal sehen, wer die Höhle bekommt. Ja. Das ist bei mir in der Nähe. Ich glaube, ja. Da kann ich nochmal hinkommen. Man merkt einfach, da sitzt, jeder will jetzt. Also der Frühling ist da, da sitzt Druck hinter und ja, die Brutzeit beginnt. Ja. Und ich würde sagen, damit war es das für dieses Video. Das wird garantiert nicht das letzte Video zum Frühling, zur Brutzeit, zu Vogelstimmen und auch zum Kleiber sein. Ich hoffe, der spielt da auch noch mal mit. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schaut gerne bei Tommy vorbei. Tschüss und bis zum nächsten Mal.